Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen auf Venero TV zu einem weiteren Destiny 2 Video. Als allererstes möchte ich mich mal bei der Hega dafür bedanken, dass sie mir diese Video-Idee gegeben hat. Sorry, Digga, aber Geld-Zember, du weißt Bescheid. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Korrekter Typ, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ich werde euch in diesem Video zeigen, wie die ganze Raid-Rüstung vom neuen Raid im DLC Flucht des Osiris ausschaut. Das ist ein kleiner Trick. Könnt ihr dann selber alle nachmachen, um dann selbst alles anzuschauen. Ich zeige euch natürlich das Ganze für alle drei Klassen. Und zwar gehen wir dafür zu Benedikt herunter in den Pornokeller und schauen uns an, was er so dabei hat. Und zwar hat er unten schon mal die Ornamente für die Rüstung. Da können wir auch gleich sehen, was wir dazu alles machen müssen. Hier Zirkus-Herausforderung, Bäder-Herausforderung, Leviathan-Prestige-Herausforderung, Thron-Herausforderung und Leviathan-Prestige-Herausforderung. Also hier alles Mögliche. Und wenn wir da jetzt nämlich mit Dreieck Vorschau machen, hier kann man keine Vorschau machen, oder doch, wartet mal, wenn man den Rang voll macht, habe ich noch gar nicht probiert, ist hier vielleicht die Rüstung auch drin? Ne, hier ist nur die alte drin, aber wir können hier nämlich mit Dreieck drauf und dann sehen wir schon, wie das Ganze ausschaut. Ja, die Kapuze stört natürlich ein bisschen, aber ich denke mal, wir kriegen dann schon einen kleinen Eindruck von dem, wie die Raid-Rüstung ausschaut, so von der Form her. Durch das Ornament sieht sie dann doch ein klein wenig anders aus. Aber ich nehme an, das ist nur dieses Art Hologramm, was da immer so drauf ist. Aber so das Grobe, würde ich sagen, das erkennt man schon, wie das aussieht. Leider nicht im kompakten Stil. Aber ich würde sagen, das ist besser als nichts. Denn bisher wissen wir noch nicht, wie die ganze Rüstung ausschaut. Und daher denke ich mal, ist das noch ganz spannend. So, hier erstmal für den Jäger. Die Handschuhe ganz schlicht und einfach. Nichts Besonderes dran. Die Beine sehen dann doch schon ein bisschen special aus, finde ich eigentlich ganz cool. Und natürlich dann der Umhang, den finde ich ein bisschen merkwürdig. Hat zwar eine Kapuze und so, aber was ist das denn? Aber gut, das ist Geschmackssache. Jedenfalls war das der Jäger und ich zeige euch jetzt noch den Titan und den Warlock. Auf dem Titan natürlich gibt es diese Ornamente ebenfalls. Das ist wirklich Geschmackssache jetzt. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht aber nach einem Kabal aus auf jeden Fall. Damit dürfte es auch ziemlich bestätigt sein, dass wir gegen Kabal-Gegner antreten werden. Ist Geschmackssache, sieht aber auf jeden Fall speziell aus. Das erstmal vorneweg gesagt. Und speziell ist eigentlich auch immer besser als einfach sowas Remakedes wie bei den Waffen. Daher bin ich eigentlich ganz froh drüber. Ja, das sieht alles aus, als wenn es die Rüstung vom Bademeister aus der Bäderphase wäre. Als wenn man irgendwie hier einen Bierbauch hätte. Also die Titan-Rüstung, da bin ich jetzt bisher noch nicht so begeistert von. Mal schauen, die Schultern. Die Schultern machen auch viel aus. Boah, sind auf jeden Fall schön stabil breit. Und die sind wiederum okay. Die sehen nicht aus wie so eine Toaster oder so eine Schüssel, wo man Wasser reingießen kann. Das Design von Titan-Armen in Destiny 2 ist einfach ein bisschen fragwürdig. Und dann hier natürlich noch die Schuhe dazu. Während ich euch dann gleich hier den Warlock zeigen werde, möchte ich euch auch natürlich auch nochmal sagen, was... Achso, das Tuch hier. Ja gut, das sieht ganz gut aus. Wann der Raidler überhaupt startet. Ich habe es zwar als Community-Beitrag verfasst, aber und wir haben es doch ziemlich viele verpeilt oder verpasst. Der ganze Spaß wird nämlich am Freitag, dem 8. Dezember starten, um 18 Uhr deutscher Zeit. Da wird das Ganze geöffnet. Das wird ab Lichtlevel 300 sein, beziehungsweise Power Level heißt es ja jetzt. Und ihr könnt da alle mitmachen. Es gibt neue Ausrüstung, die ihr bereits gesehen habt. Natürlich auch wahrscheinlich neue Waffen. Ob es neue Token gibt, weiß ich noch nicht. Aber ja, das ist im Prinzip alles. In diesem Sinne soll es das von mir aus gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Und falls ihr weiterhin aktuell sein wollt, was Destiny betrifft, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen und es würde mich unterstützen. Und immer schön einschwingen lassen. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.